Okay, es kommt doch kein Video. Hätte ja sein können. Also bei Lucius war es für euch ziemlich dunkel. Deswegen glaube ich, sollte ich es diesmal ein bisschen heller machen. Und dann starten wir mal. Gott. Ich wollte den anderen Bildschirm höher machen. Guck nämlich so weit runter. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser. Okay, es kommt kein Opening-Video oder so. Boah, für mich ist es noch recht dunkel. Ich hoffe für euch auf oh, Twitch ist es auch recht dunkel bestimmt, ne? Ein bisschen was wollen wir ja sehen. Lass mich endlich in. War da gerade. Hallöchen, Limbos, wie geht's dir? Kunst. Gott, das Baby. Ja, die Mutter sieht schon toll aus, aber das Baby, oh Gott. Haben wir denn noch hier eine Zeitschrift, mit der wir nichts machen, die einfach nur komisch leuchtet. Da muss ich jetzt mein Handy vielleicht wegpacken. Lesen. Okay, den Umständen entsprechend und hier überhaupt gut, wenig müde. Was ist denn bei dir los, wenn ich fragen darf? Am südlichen Rand der walisischen Täler steht ein atemberaubendes Beispiel dezenten Baustils. Es ähnelt dem Stil des späten 17. Jahrhunderts. Als Kern steht ein mittelalterliches rechteckiger Turm und ein Innenhof, der den ungewöhnlichen Aufbau des Gebäudes verbindet. Dieser besteht aus Eingangshalle, Salon, Küche, Frühstückszimmer und einem Spielsalon. Am hinteren Teil des Hauses wurde eine sanierte Kapelle eingebaut. Die jetzt als Kunststudio benutzt wird. Das Haus ist mit der Stufe 2 bewertet und wurde vor kurzem durch die neuen Inhaber der Webb-Thomas-Familie vollständig erneuert. Was Schönes, was ich hier nicht schreiben mag. Ja, das ist ja kein Problem. Aber es ist schön, dass es was Schönes ist. Das freut mich für dich. Das freut mich für dich. Zielen. Was? Ja, toll. Weg. Ja, okay. Ich und meine Kerze. Aha.
irgendwas klopft. Aber am Fenster oder... Wo klopft es? Ich gehe davon aus, am Fenster. Können sie auch einfach klopfen lassen und wir gehen einfach. Ja. Wie? Das Handy. Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich. Es hat aufgehört mit Klopfen. Weiß doch nicht, ob es gut finde, dass es aufgehört hat mit Klopfen. Tagebuch von Chloe, 10. Oktober 2016. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen und jetzt schlendert sie in mein Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Daraus wird nichts. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht mich mit ihrem coolen Job und dem großen Haus zu beeindrucken. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat. Ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein. Und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Kann ich das... Ich finde es sehr interessant, dass ich alle Sachen auch einfach... Oh. Okay. Ich wollte... Das ist ein sehr schönes Cover. Die Tür ist verschlossen. Ja gut. Gehen wir... Ich muss dazu sagen, ich hasse amerikanische Häuser, ne? Es klopft schon wieder. Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Eingebung kann von überall und von allem kommen. Meine wird durch meine Beziehung zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Okay. Seitdem ich 9 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Künstlerin werden will. Ich habe es immer geliebt, mit Ton zu spielen. Aber erst während meiner Jugendjahre entdeckte ich meine Begabung für die Bildhauerei und ich liebe es noch heute. Entschuldigung? Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen machen. Die stärkste Bindung ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Ja, jetzt reicht's mal. Ich komme auch nicht zu dir nach Hause und klopf hier. Dauernd rum. Oma, schreck mich doch nicht so. Ich frage mich gerade, wo es klopft. Gott sei Dank, kann ich hier auch irgendwo mal so ein Ding zum Anzünden? Hoch. Das Papier muss aber stabil sein.
Betonpapier, wer kennt's nicht? Oh Gott, ey. Amt für Gesundheit und soziale Dienste. Abteilung für Jugendliche und Kinder. 2. September 2016. Antwort. Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Sehr geehrte Frau Webb, bitte beachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe an Webb. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für Ihre Tochter eingerichtet werden kann. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. Mit freundlichen Grüßen, Julia Andrews, Abteilung für jugendliche Kinder. Bestimmt ein Busch, der ans Fenster klopft. Meistens ist es so, ne? Wenn man Angst hat, ist es irgendwas ganz Normales. Ich bezweifle aber irgendwie, dass das hier in dem Spiel so wird sein. Verschlossen. Immer dahin gehen, wo es geklopft hat, eigentlich. Ist gar nicht so schlecht, oder? So. Ist ein wunderschöner Garten. Oder was auch immer. Ha! Es klopft schon wieder irgendwo. Ja! Ich habe mich selbst ausgeschlossen. Bitte klopfen Sie woanders. Was ist denn das? Vogelfutter oder was? Mit Vogelfutter. Also dieser Busch hat nicht ans Fenster geklopft. Also Busch, Pflanze. Merkt einfach, wie ich versuche, dem Geklopfe aus dem Weg zu gehen, ne? Kann auch irgendwie laufen? Das ist ein Basketkorb. Ah, ich kann aber auch ein bisschen laufen, okay. Das ist auch mal interessant zu wissen. Stabiler Tonkrug. So. Was ist denn das? Okay. Irgendwas müssen wir auch mit dem Vogelfutter machen, weil wir können das ja hochheben. Frage ist, etwa hier noch mehr Vogelfutter drauf klatschen? So, noch mehr Vogelfutter. Gibt sogar einen Erfolg dafür. Sehr schön. Ja, ist jetzt gut. Junge.
Oh. Heute Abend gibt's Raben. So. Wo klopft? Oh. Es war doch nicht der Busch. Das sind hier. Du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbstsüchtige, nette Frau. Sollten sich Bilder nicht benehmen. Okay. So sollten sich auch Kerzen nicht benehmen. Ahnung, wo geht's hin? Hier ist mein... Oh, hier ist ein neues Feuer. Wie wir bücken? Ach, auf, ich brauch Feuer. Toll. Bridgend Insider, 12. Oktober 2016. Weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist von einer von mehreren in den letzten Wochen verschwunden gegangenen Kinder. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Siehe Seite 19. Wer will ich bitte auf Seite 19? Hallo, Seite 19? Ein Moment, ihr Lieben. Das ist mein richtiges Handy. War aber nicht wichtig. So. Wieso ist meine Kerze wieder an? Also nicht, dass es schlimm wäre, aber... Klavier ist mit einem Schloss geschützt, okay. Schöne Eule. Ich finde es interessant, wie wir eigentlich nichts aufmachen können. Nur so manche Türen. Ah, hier ist wieder... Ups. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Ich mache es einfach kaputt. Oh. War das vorher auch schon? Sieht blutig aus. Nicht schon wieder. Ich muss sagen, aber am Anfang immer, wenn es anfängt mit Tocken, kriegt man so ein kleines... mit Tocken, mit Klopfen kriegt man... so eine kleine Gänsehaut.
komme ich auf Tocken wegen Tok-Tok? Die Tablette in Mindest... Was ist das? Frau J. Webb Thomas. Verschreibung Methadon. Die Tablette in mindestens 300 ml Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholfreien Zitrusgetränken auflösen. Lassen Sie die Tablette sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Jo. Ups. Geht's hier rein? Nein. Nein, ich komme nicht zum Fenster. Egal, wie oft du noch klopfst. So. Der Spiegel ist viel zu gut animiert. Und man sieht mich nicht drin. Ja, okay. Ich, schließe auch immer meine Schränke mit Schlössern. Klopf, klopf. Ja. Ich will keinen Klopf mehr hören. Ganz ehrlich, ich will es nicht mehr hören.